Herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Far Cry 4. Wir haben jetzt Sabal angerufen. Fargans Modellstadt für das Leben unter seiner Knute. Pure Propaganda. Der Goldene Pfad ist dort auch vertreten. Niemand kennt den Norden besser als diese Zelle. Du musst dich bei ihnen melden. Ich rücke vor. Notwendige Bewegung. Ich habe schon zu lange gestorben. Och, das gibt's doch nicht. Da fährt gerade so einer vorbei und dann kann ich ihn nicht umbringen. So, triff dich mit den Rebellen in Utkarsch. Okay, das ist interessant. Weil es noch 650 Meter sind, klaue ich mir hier einfach mal dieses Auto. Und werde schauen, dass ich schnellstmöglich dorthin komme, um mich mit den Rebellen zu treffen. Um die nächste Mission hier zusammen wahrscheinlich mit den Rebellen zu spielen, beziehungsweise gibt's das denn? Da ich hier den Punkt noch nicht übernommen habe, was haben wir da? Utkarsch kann ich auch noch, da ich hier diesen Dings, nicht Punkt, wie heißt er? Da ich den Funkturm noch nicht übernommen habe, kann ich leider noch nicht, es gibt nicht da. Ups. Nein, ich will nicht sterben. Karma hätten, ich soll einen Kurier töten. Wie soll das denn funktionieren, wenn ich hier in so einem Auto bin? Genau, ich werfe mit, na komm, zieh ihn doch an. Na, das ist nicht so eine gute Idee. Wir werden jetzt erstmal hier durchfahren. Die Strecke, die uns vorgeben wird, nach Utkarsch. So, jetzt bin ich in Utkarsch. So, reiße ich jetzt ein Propagandaplakat ab. AJ, Namaste. Du bist aus dem Gefängnis geflogen. Ja, ich bin aus dem Gefängnis geflohen. Ja. So, hier habe ich noch ein Propaganda-Plakat. Und bevor die Mission dann weitergeht, werde ich mich hier auch waffentechnisch mal ein bisschen eindecken. So, gehen wir mal hier in den Shop rein. Was können wir hier kaufen? Alles. Kaufen wir mal ein bisschen Munition. Ja, ein bisschen Ware. Okay. Und dann gucken wir mal, haben wir Körperpanzer, Heilspritzen kaufen wir mal, was haben wir sonst noch für Waffen? Die haben wir schon und die werde ich mir jetzt einfach mal mitnehmen, ja. Was haben wir sonst noch? Nichts Interessantes, aber wir können Flammenwerfer und hier... Oh, die kenne ich noch, die F1 aus den aus Counter-Strike-Zeiten. Was haben wir hier noch? AMR, Scharfschützengewehren. Befreie 23 Außenposten. Mhm. So, hier haben wir... Das habe ich doch eben aufgeführt, was soll das? Sturmgewehr, ja. Brandpfeil brauchen wir nicht. Wurfmesser haben wir, Molotovs haben wir, Granaten haben wir... Für Granatwerfer wollen nicht. Was haben wir hier für Karten? Gibt es hier neue? Ne, da haben wir alles. Blüht, wenn du in der Nähe bist. Ja, aber ich bin. Ich habe eine Kaufkraft, die ist unfassbar. So. Jetzt müssen wir hier in Utkal. Oh. La 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 la. Haben wir noch ein bisschen getanzt. Sind wir hier nach Utkarsch. Durch Utkarsch. Das sind Rebels. So. Der wie Rebell. Hast du das geschafft? Wie konntest du entkommen? Naja. Nee. Ich hab meine Kraft benutzt. Meine Geheime. So. Sei gegrüßt. Gehen wir doch da einfach mal rein. Hier ist ein Checkpoint, also passiert jetzt auch wieder irgendwas Wichtiges. Und, du wirst bereits unten erwartet. Ja.
Oh, ein Computer. AJ, danke für die Vereinigung mit dem Goldenen Pfad im Süden. Sag Amita und Sabal, dass wir bereit sind. Sie haben Ziele ausge... Parker. Nein, meine Familie. Das gefällt mir. Ist das mal oben? Und seht euch an. Ein reizendes Paar. Passt zu eurem Haus. Das Salz der Erde. Man sagte mir, wenn du die herzliche Gastfreundschaft von Utkarsh kennenlernen möchtest, dann geh und besuche die Anas. Oh, wir haben jeden gefragt, ja? Und alle haben genau dasselbe gesagt. Das sind die freundlichsten. Sie reden mit jedermann. Mit jedermann, fragte ich. Mit jedermann, sagten sie. Mit jedermann, fragte ich wieder. Sie waren so empathisch, dass ich es einfach mit eigenen Augen sehen musste. Niedlich. Wisst ihr, ich wollte euch warnen. Warnen? Genau. Nun, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber es ist mir nicht entgangen, dass es hier auch ein paar sehr verrufene Menschen geben soll. Und ich bin besorgt, dass diese Menschen, diese Terroristen... Ach, er redet immer. Und so sie viel. Sie könnten ihre Gastfreundschaft ausnutzen. In einem Ton. Und auch in wunderbaren. In einer Sprache. Das ist fürchterlich, ne? Und wir wollen ja nicht, dass das geschieht, oder? Nein, Herr. Nein. Und erlaubt ihr mir, euch zu beschützen, euren guten Ruf zu bewahren? Bitte, ja, König Mien. Euer Wunsch ist mir Befehl. Ich bin so froh, dass wir uns einig sind. Gut. Ich will euch nicht länger aufhalten. Das dauert nur einen Moment. Wer sagt denn, ich hätte den Kontakt zum Volk verloren? Nein, zu gefährlich. Ich hol mir Parker ein. Sabal, ich habe Pagan. Ich verfolge ihn gerade. Bist du sicher? Ziemlich sicher. Du kannst das, Bruder. So. Ja, natürlich darf er sich nicht zu weit von mir entfernen, aber ich kann auch nicht schneller rennen. Ja, wo fährst du denn hin? Okay. Ich werde von irgendeinem Arsch in einem Gyrokopter verfolgt. Erledigt ihn! Och nee, oder? Ja, genau. Und da werde ich auch direkt getroffen und bin tot. Das gibt's doch nicht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh. Ich könnte so losjammern, ne? Ach, das tue ich bereits. Sabal, ich habe Pagan. Ich verfolge ihn gerade. Hä? Bist du sicher? Ziemlich sicher. Du kannst das, Bruder. Bruder. So, da haben wir wieder unseren Gyrokopter. Ja, Parker darf sich immer noch nicht so weit von mir entfernen, das weiß ich. Die Frage ist, was passiert, wenn ich ihm jetzt einfach eine Granate auf den Kopf werfe? Ich werde von irgendeinem Arsch
verfolgen. Erledigt ihn! Ach so, ja, genau. Die schießen ja auf mich. Geil. Das finde ich total abgefahren. Ich schmeiße die ganze Zeit wie ein irrer Granaten. Aber das ist interessant. Ich werde jetzt einfach so hoch fliegen, dass die mich gar nicht erwischen können. Und werden wir mal eine Handgranate runter. Mal gucken, was passiert. Die sind ja sehr flexibel zu mir. Ja, lass mich doch raus. Dann machen wir. Eins, zwei. Na. So, aber. So. Dann werden wir direkt mal hier durchrennen. Jetzt kommen wahrscheinlich wieder diese tolle Meldung. Ja, darf ich nicht verlieren? Ja, herzlichen Glückwunsch. Da freuen wir uns aber alle. So. Wo ist er denn? Da unten ist er. Wir machen mal so einen kleinen Bogen hier drumherum. Eigentlich kann Herr Paganini mich gar nicht sehen. So, die treffen mich jetzt auch nicht. Jetzt kriege ich auch die Kontrolle gar nicht mehr. Wo ist der denn jetzt? Ach, der rast da in die Richtung. Ja, Messer. Ja, Kinder. Wer schießt denn hier auf mich? Ja, solange es nur so ist, ist das auch noch in Ordnung. Die erwarten doch jetzt nicht wirklich, dass ich jetzt die ganze Zeit hier so ein bisschen in Kreise fliege, nur um diesen Herrn zu verfolgen. Ich bin gleich im Versteck, gebt mir Deckung! Gleich im Versteck, das heißt, es muss hier irgendwo sein. Stehen die denn? Die Affenköppe. Wo ist Paganin? Ach, der ist direkt da drunter. Ach, jetzt kommt da auch noch ein Helikopter. Töte Paganin, ja. Erstmal möchte ich jetzt hier aber selber lebend rauskommen. Das kriegen wir auch schon irgendwie hin. Wer schießt denn hier so extremst auf mich? Das ist wahrscheinlich dieser Heli. So, die kann man ja noch ein paar Heilspritzen. Wo ist denn dieser Heli? Da müssen wir uns nämlich jetzt nicht nur von vor verstecken, sondern diesen auch in die Luft jagen. Ja, wo bist du denn? Jetzt müssen wir direkt schon Paganin töten, das ist auch super.
super geil. Yeah. Super geil. Ich habe Paganin getötet. Können wir den durchsuchen? Ne. Doch. Was war das? Er war also doch nur ein Fake. Hallo, AJ. Hast du mich vermisst? Oh, warte. Ja, hast du. Pagan? Ich hab dich getötet. Nein, du hast einen perfekten Doppelgänger mit Haarausfall ruiniert. Hast du eine Ahnung, wie teuer sowas ist? Er war nicht mal Asiato, um Gottes Willen. Ich glaube, er kam aus Melbourne. Sein einziges Verbrechen waren die fantastischen Wangenknochen. Wessen Bild, glaubst du, ist auf den Geldscheinen? Na, ist doch egal. Geschehen ist geschehen. Ich schätze, nächstes Mal gibt es nur noch dich und mich. Ja, nächstes Mal gibt es nur noch uns beide. Ist traurig, dass ich den jetzt nicht hier erledigt habe. Ich hätte es wirklich jetzt gerne, weil das wäre schon mal ein dicker, fetter Fortschritt, aber ich bin auf alles vorbereitet. Irgendwie war mir das auch klar, dass es nicht direkt hätte jetzt passieren können, nachdem wir in Nordkyrat sind. So, hier vorne haben wir noch einen Brief rumliegen. Wo soll der sein? Hier irgendwo, ne? Hä? Dann hier drunter. Wenn man schon hier drunter gehen kann, dann wird das auch einen Sinn haben. Na, ja, lecker durch Skelettos. So, dann höre ich hier, die sind um. Irgendwie habe ich das dumpfe Gefühl, dass halt diese Maske hier drin ist. Hier haben wir noch ein Medikit. Mit Panzerung. Also jetzt will ich aber dann auch mal die Dings finden. Diese Maske. Es wird halt immer lauter, indem man sich da irgendwie nähert. Kriegst du noch ganz sauber? Wo ist sie denn? Ach, da ist jemand am Scheißen. Hä, wo ist denn jetzt die Maske? Ja, das wird dann einfach eine Mission, die ich dann später mache. Gut, damit verabschiede ich mich aus diesem Let's Play. Wünsche euch natürlich viel Spaß beim Zocken. Leider haben wir Paganin noch nicht getötet. Ich will mal gucken, dass ich schon mal ein paar Außenposten und Glockentürme befreien kann. Und dann gucken wir einfach mal, dass wir dann die nächste Folge dann auch direkt auf unseren YouTube-Kanal schieben. Abonniert uns, bewertet unsere Videos, schreibt Kommentare etc. und so weiter und so fort. Ihr wisst Bescheid, was ich meine. Und dann einfach mal bis demnächst.